Willkommen bzw. willkommen zurück auf meinem Kanal. Mein Name ist Sio und ich freue mich, dass du zu mir gefunden hast. Heute gibt es wieder einen Special Vibe. Ich lege für die einzelnen Kollektive der Sternzeichen eine kurze Botschaft vom Universum für hier und jetzt. Die Legungen sind wie immer zeitlos und finden dich genau zum richtigen Zeitpunkt. Bitte beachte, dass es sich um allgemeine Legungen handelt. Und nimm daher auch nur das mit dem du wirklich in Resonanz gehst. Um ein gutes Gesamtbild zu erhalten, schau dir bei Bedarf auch gerne ergänzend die Legungen zu deinem Aszendenten oder deinem Mond an. Ich verlinke dir die einzelnen Legungen wie immer unten in der Infobox, damit du nicht lange suchen musst. Bitte beachte, dass Karten keine Macht und keine Kontrolle über dich haben und auch nichts erzwingen können. Nur du trägst die volle Verantwortung für dein Leben und deine Entscheidungen. Und wenn du mit deiner Legung in Resonanz gehst, dann freue ich mich wirklich sehr, wenn du diesem Video ein Like schenkst oder mir einen Kommentar da lässt. Und denk auch daran, meinen Kanal zu abonnieren, wenn du das noch nicht gemacht hast. Und aktiviere auch sehr gerne die Glocke, wenn du benachrichtigt werden möchtest, wenn ich neue Legungen veröffentliche. Und jetzt schauen wir uns an, welche Botschaften ich dir heute vom Universum überbringen darf. Hallo mein lieber Steinbock, hier kommt deine Botschaft für den jetzigen Zeitpunkt, für heute, für dich. Liebes Universum, bitte einmal die Wahrheit für meinen Steinbock. Welche Informationen werden jetzt am meisten gebraucht? Mein lieber Steinbock, ich sehe, es geht hier bei dir darum, dass sich hier einiges erleichtern soll, leichter von der Hand gehen soll. Es geht hier um einen Ausgleich und hier sind auch weitere Personen oder zumindest eine weitere Person mit involviert. Ja, also es geht hier schon tatsächlich um eine Art Diplomatie, vielleicht auch eine Art Kompromissfindung, die sich hier zum aktuellen Zeitpunkt zeigt. Das ist auch notwendig, ja. Das bedeutet, es lastet hier zu viel auf deinen Schultern oder du hast dir vielleicht auch selbst zu viel aufgeladen, ja. Ich meine, wo es herkommt, wo die Last herkommt, ist jetzt aktuell eher irrelevant. Es geht darum, dass sich das Ganze auflöst und ja, dass die Dinge wieder in einen gewissen Fluss kommen. Und für eine bestimmte Gruppe geht es hier auch um etwas Finanzielles, vielleicht auch Berufliches. Das muss nicht sein. Diese Karte hat hier eben auch mit den Finanzen zu tun. Es kann aber auch etwas sein, was für dich persönlich sehr wertvoll ist. Also eine Angelegenheit, die aktuell ein bisschen holprig ja, vonstatten geht, die soll hier ins Laufen kommen und diese Angelegenheit ist eben sehr wichtig für dich. Schauen wir gleich mal weiter, was das Universum hier als Aufgabe für dich vorschlägt. Hier sehen wir auch schon diese weitere Person oder vielleicht auch Personengruppe. Es geht hier darum, diese Verbindung an sich, die ist für dich bestimmt. Also das ist auf jeden Fall eine Verbindung, die länger hält oder die vielleicht auch für immer hält. Achtung! Wir schauen immer auf das gesamte Umfeld, mein lieber Steinbock. Wir schauen auf Familie, Freunde, Partnerschaft, Bekanntenkreis, berufliches Umfeld etc. Hier geht es schon eher um eine Person oder um Personen, die dir näher stehen. Und es geht hier auch darum, einen Teufelskreis zu durchbrechen.
Du bist hier bereits auf einem sehr, sehr guten Weg, vielleicht eben auch mit dieser Person. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass das hier für sehr viele eine bestehende Partnerschaft betreffen könnte, ja, wo sich vielleicht im Laufe der Zeit gewisse Verstrickungen entwickelt haben, die jetzt aufgelöst werden können, ja, also eben Verstrickungen, die diese Situation betreffen. Und das ist hier besonders wichtig. Wie kann man das erkennen? Ja, also wie kann man diesen Teufelskreis aufdecken? Es geht darum, was wiederholt sich hier? Ja, also das sage ich auch immer dazu, wenn sich das Thema Teufelskreis zeigt. Das sind immer ja Dinge, die sich wiederholen und an denen man auch immer selbst einen Anteil hat. Ja, ich sehe hier schon eine gewisse Einigkeit, mein lieber Steinbock. Also die Person, um die es hier geht, oder die Personen sind auf jeden Fall aufgeschlossen, hier daran zu arbeiten, an dieser Situation. Wichtig ist aber auch immer, dass du hier deinen Anteil an dieser Sache erkennst, denn das ist auch der, ja, das ist auch der Aspekt, den du selbst tatsächlich ändern kannst. Ja, also das ist hier entscheidend. Aber da wir hier eben schon den Hinweis haben, dass dieser Teufelskreis schon auf einem sehr, sehr guten Weg ist, durchbrochen zu werden, denke ich, ist den meisten auch klar hier, um was es geht. Schauen wir mal weiter in die Blockaden. Was ist gerade herausfordernd? Was ist blockiert? Ja, oder was blockiert hier dein Vorankommen? Und da sehe ich bestimmte Versuchungen, mein lieber Steinbock. Ja, Versuchungen, Ablenkungen. Also hast du hier schon auch, also es liegt hier nicht nur an dieser Verbindung oder dass sich hier eine Verstrickung gezeigt hat. Das muss auch gar nicht. Das muss hier auch gar nicht auf einem Konflikt beruhen. Das kann einfach sein, dass hier zu wenig Zeit da ist. Ich habe hier zusätzlich noch den Hinweis, es gibt hier die ein oder andere Gewohnheit, dürfte das hier sein, wo es wichtig ist, dass du das erkennst, dass dich das hier von diesem Weg abbringt. Ja, also da geht es um ja, Zeit- und Energiefresser, wo nicht wirklich etwas zurückkommt. Ja, also wo du vielleicht viel Zeit investierst, aber es schaut nicht viel dabei heraus. Auch nicht wirklich irgendetwas Erfreuliches. Ja? Also es muss ja nicht zwingend Geld abwerfen beispielsweise. Es kann ja auch eine Zufriedenheit auslösen, die sehe ich hier aber nicht. Es kann ja auch für manche um leere Versprechungen gehen, dass es hier vielleicht wichtig ist, ein bisschen kritischer bestimmten Personen gegenüber zu werden. Ja, bei manchen, das ist auch eine kleine Gruppe, da sehe ich, da geht es um das Wort Nein, also sich hier nicht sich überlegen, wo man zusagt, ja, denn es kann eben sein, dass sich hier auch die ein oder andere Person zeigt, die dir hier sehr viel verspricht, aber eigentlich nicht wirklich viel davon halten kann. Das ist hier auch sehr wichtig, das hier mit einzubeziehen. Ja, dann schauen wir gleich mal weiter, was das Universum hier noch für eine Botschaft für dich hat. Und ich sehe hier auch, also du bist hier auf einem sehr guten Weg hin zu einer Erleichterung. Ja, ich sehe hier auch für manche eine wichtige Erkenntnis beziehungsweise Klarheit, auf dich zukommen, sagen wir es so, das sind die richtigen Worte. Es ist wichtig, sich auch in diese Richtung zu bewegen. Du hast hier ja ein Ziel vor Augen und ich sehe bei manchen eben auch ein Festhalten daran, es läuft schwierig, ja, oder es muss schwierig laufen. Das ist auch ein Glaubenssatz, den du überdenken solltest. Das zeigt sich hier auch im Bild, wenn ich mir das so ansehe. Das Universum sagt, also es soll leichter werden. Ich meine, das passt ja auch sehr gut zu dem Teufelskreis, der hier durchbrochen werden soll. Wichtig ist hier, den Fokus auf dein Ziel zu legen. Und bei vielen geht es ja eben auch um die Bestimmung, um die Berufung oder eben ein ganz spezielles Ziel. Es hat auf jeden Fall mit deinem Lebenssinn zu tun und du wirst hier offenbar auch erkennen, ja, indem du dieses Ziel mehr in den Fokus rückst, ja, dem eine höhere Priorität einräumst,
was du hier loslassen kannst. Es kann hier, wenn es hier um Gewohnheiten geht oder Ablenkungen geht, kann es ja auch darum gehen, das auf ein notwendiges Minimum zu reduzieren. Ja, das heißt nicht, dass man hier irgendetwas loslassen muss. Ja, das ist ohnehin deine Entscheidung. Das nimmt dir eine Kartenlegung zu keinem Zeitpunkt ab. Die Klarheit zeigt sich, je mehr du dich auf dein Ziel fokussierst. Da können sich natürlich auch Themen zeigen, die nicht so ganz angenehm sind, aber genau um diese Themen geht es ja eben in den Blockaden. Jetzt schauen wir noch kurz in die Tendenz, also was hier höchstwahrscheinlich als nächstes auf dich zukommen könnte. Ich sehe ja, dieser Prozess, der wird ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen, mein lieber Steinbock. Ja, aber das ist jetzt nicht das ist nicht dramatisch, ja. Also ich sehe hier schon die Geduld liegen. Hier in diesem Zusammenhang geht es aber darum, dass es um eine Zeitspanne geht, wo es Schritt für Schritt besser wird, ja. Es ist eine etwas langsamere Bewegung. Dafür ist diese Bewegung aber ja sehr stabil und dann auch in Zukunft sehr stabil. Also das, was sich hier langsam aufbaut, das kann man nicht so leicht ja wieder über den Haufen werfen. Und was ich hier auch sehe, ist, dass sich hier auch deine Batterien aufladen sollen. Du sollst hier mehr Energie bekommen. Das ist hier Teil dieser Entwicklung. Ja, also ganz besonders wichtig, mein lieber Steinbock, achte auf diesen Teufelskreis, der sich in dieser Verbindung oder in diesen Verbindungen zeigt. Ja, irgendetwas wiederholt sich hier auf das. Das sollst du erkennen. Und eben auch das Thema Ablenkungen, ja, ist hier auch sehr, sehr wichtig. Und hier natürlich Schritt für Schritt vorwärts zu gehen, vor allem wenn das vielleicht langjährige Gewohnheiten sind, dann dauert das meistens schon ein bisschen, bis hier eine dauerhafte Änderung stattgefunden hat. Deshalb geh das Ganze in deinem Tempo, denn das ist das einzig richtige Tempo, mein lieber Steinbock. Wir kommen jetzt zum Abschlussritual und wenn du mit dieser Legung in Resonanz gegangen bist, dann freue ich mich wie immer sehr über dein Like oder einen Kommentar. Denk auch daran, meinen Kanal zu abonnieren, wenn du das noch nicht gemacht hast, und aktiviere auch sehr gerne die Glocke, wenn du benachrichtigt werden möchtest, wenn ich neue Legungen veröffentliche. Ich meinerseits wünsche dir von Herzen nur das Allerbeste. Ich glaube an dich, glaub an dich. Möge sich der Knoten lösen. Vielen Dank für dein Vertrauen. Hallo, mein lieber Stier, hier kommt deine Botschaft für den jetzigen Zeitpunkt, für heute, für dich. Liebes Universum, bitte einmal die Wahrheit für meinen Stier. Welche Informationen werden jetzt am meisten gebraucht? Mein lieber Stier, ich sehe, dass sich hier gerade ein Stillstand bezüglich eines Wachstums zeigt. Ja, da kann es um etwas Finanzielles gehen, es kann auch um ein privates Thema gehen, irgendetwas, das sich weiterentwickeln soll oder eben wachsen soll. Irgendetwas ist hier los. Ich meine, es kann auch sein, dass es hier vielleicht um weitere Personen geht und du dich hier vielleicht auch außen vor fühlst, vielleicht ausgeschlossen fühlst. Also irgendetwas stellt sich hier quer. Ich nehme an, du weißt, worum es hier geht. Und jetzt geht es auch darum, dass sich dieser Stillstand natürlich wieder lösen soll. Da wollen wir natürlich gleich erfahren, was schlägt das Universum hier als Aufgabe für dich vor. Ich sehe,
Also bei einigen ist das hier tatsächlich eine finanzielle Angelegenheit. Achtung, ja, das ist ja eine allgemeine Kartenlegung. Also diese Karte hat hier eben mit den Finanzen auch zu tun. Es kann aber auch etwas sein, das für dich persönlich sehr wertvoll ist. Und das, also die Aufgabe, um die es hier geht, ist eine neue Herangehensweise zu finden. Ja, das heißt nicht, dass dein Ziel hier verbaut ist oder dass das nicht mehr erreicht werden kann. Dieser Weg, den du hier beschritten hast, der stellt sich hier aus irgendeinem Grund quer, ja. Üblicherweise ist es dann auch so, dass man vor irgendetwas bewahrt wird, auch ja, wenn so ein Stillstand jetzt nicht sonderlich angenehm ist. Ja, das ist natürlich auch vollkommen verständlich. Wichtig ist hier, auf frische Gedanken zu kommen, ja, also sich hier frei zu machen, offen zu sein für neue Möglichkeiten. Bei manchen geht es ja tatsächlich auch um eine neue Einnahmequelle oder eine zusätzliche Einnahmequelle, denn ich sehe, bei manchen geht es ja um das Thema Druck, da lastet zu viel Druck auf der Sache und dadurch zeigt sich hier auch ein Stillstand. Und ich habe hier noch ein Thema, das sich hier zeigt bezüglich dieser Angelegenheit. Irgendein Aspekt oder vielleicht auch verschiedene Bereiche, die eigentlich nicht so wichtig sind, werden hier ein bisschen zu wichtig genommen oder zu ernst genommen. Der Fokus sollte sich hier ein bisschen verändern. Das kann ich hier herauslesen. Ja, also da könnte es sehr hilfreich sein, um zu erkennen, was das ist, dass man sich hier hinsetzt und sich die Zeit nimmt und vielleicht eine Liste schreibt und sich vielleicht auch Gedanken darüber macht, wie viel Zeit oder wie viel Gedanken verwende ich für welchen Bereich oder für welchen Aspekt, was auch immer das hier bei dir ist. Und du wirst dann eben auch erkennen, dass hier bestimmte Bereiche, die eigentlich eine höhere Priorität benötigen, zu sehr in den Hintergrund gerückt sind. Ja, und das kann natürlich passieren. Ja, das ist mehr eine schleichende Bewegung, ja, die sich mit der Zeit entwickelt, die du jetzt eben auch auflösen kannst, mein lieber Stier. Also ganz wichtig, im Anschluss an diese Legung sich hinzusetzen und auch noch ein bisschen zu reflektieren, Prioritäten neu anzuordnen. Jetzt schauen wir gleich mal weiter in die Blockaden. Was ist herausfordernd? Was ist blockiert? Beziehungsweise was blockiert hier dein Vorankommen, beziehungsweise vielleicht auch noch zusätzlich dein Vorankommen? Und ich sehe hier eine Unwahrheit. Das kann jetzt, also ich sehe hier zwei Gruppen, ja, also ich sehe hier zwei große Gruppen. Bei der einen Gruppe sehe ich, dass hier eine weitere Person involviert ist auf eine gewisse Art und Weise, vielleicht eben auch direkt oder indirekt. Das hängt wie immer von deiner individuellen Situation ab. Und die Sache ist so verfahren, weil diese Person nicht ehrlich ist. Dann geht es hier eben darum zu erkennen, wo liegen hier die Unwahrheiten. Ja, das muss aber auch nicht sein, dass diese Unwahrheiten hier aus einer Bösartigkeit heraus geschehen. Ja, das können auch Versprechungen sein, die nicht gehalten werden. Ja, weil diese Person das vielleicht nicht schafft, ja, das kann auch sein. Also es geht hier nicht zwingend darum, dass hier irgendjemand etwas im Schilde führt. Kann natürlich sein, mein lieber Stier, ja, also das ist natürlich auch möglich. Wichtig ist natürlich, wenn es hier um eine weitere Person geht, dass man sich das in Ruhe ansieht, also auch nicht vorverurteilt, sondern sich das genau ansieht, wo hier diese Unwahrheit sein könnte. Und die zweite Gruppe, die ich hier wahrnehme, da geht es um eine Selbstlüge, ja, das kommt auch immer wieder vor. Das hat sich vermutlich auch schleichend entwickelt. Es kann natürlich auch beides zutreffen. Das Gute ist, ja, also mach dir keine Sorgen, mein lieber Stier. Die Blockaden, die wir uns ansehen, die sind ja auch bereit, aufgelöst zu werden. Und es geht hier auch um eine Erleichterung, die sich hier zeigen soll. Ja, also bei manchen eben auch eine Selbstlüge. Das kann hier natürlich auch mit diesen Themen zusammenhängen, die hier ein bisschen zu wichtig gemacht werden. Ja, also
du stehst dir hier, also wenn die Selbstlüge auf dich zutrifft, du stehst dir hier irgendwo selbst im Weg. Das kann man aber natürlich auch herausfinden, indem man sich selbst beobachtet, vielleicht das eigene Verhalten beobachtet. Also es hängt mit einer Unwahrheit zusammen, ja, die sich hier zeigt, die dazu führt, dass dieses Wachstum gerade abgebremst ist. Schauen wir mal weiter, was das Universum hier noch für eine Botschaft für dich hat. Und ich sehe hier eine Ruhelosigkeit. Bei manchen können das tatsächlich eben auch Schlafstörungen sein. Da ist es natürlich besonders wichtig, hier auch bestimmte Maßnahmen zu ergreifen, dass man dem Ganzen hier Einhalt gebietet, denn ein erholsamer Schlaf ist natürlich auch sehr wichtig. Es kann aber auch sein, dass du hier sehr stark grübelst oder ja, dass du hier vielleicht auch um den heißen Brei herumdenkst. Ja? Nicht herumreden, sondern herumdenken. Das habe ich jetzt auch gerade wahrgenommen, sehr interessant. Du machst dir hier viel zu viele Gedanken und ich sehe das hier auch in Verbindung mit dieser Karte, wo es eben auch darum geht, bestimmte Dinge sind hier zu, hier sind bestimmte Bereiche im Vordergrund, die eigentlich nicht so wichtig sind, aber sie sind nicht unwichtig, mein lieber Stier, so ist das nicht, es geht ja mehr um die Gewichtung und ich sehe hier ein bei manchen auch ein Perfektionieren, bei manchen, nicht bei allen, bei diesen Bereichen, aber da, wo es wirklich darauf ankommt, da machst du irgendwie einen Bogen drumherum, ja, das sehe ich ja auch. Also wird es hier vielleicht irgendetwas sein, das ein bisschen Überwindung kostet, sich den zu stellen. Wichtig ist auf jeden Fall, mein lieber Stier, dass du auf deine Energie achtest, dass du auch, dass du dich auch darum kümmerst, dass du hier wieder in deine Ruhe findest. Bei manchen wird es hier ums Grübeln gehen, ja, dass man sich ja, weiß Gott, welche Szenarien bereits ausmalt, die vermutlich nie eintreffen werden. Komm zurück ins Hier und Jetzt, ja. Erkenne, wo diese Unwahrheit liegt, ja, denn diese Unwahrheit ist auch der Schlüssel, dass sich hier diese Blockade löst. Schauen wir jetzt noch in die Tendenz, also was hier höchstwahrscheinlich als nächstes auf dich zukommen könnte. Und da sehe ich, dass hier etwas Negatives abgegeben wird, ja, also das sehe ich hier als diese Unwahrheit, ja, irgendetwas, was hier nicht hingehört, das wird abgelehnt, ja, das wird losgelassen. Das bedeutet, mein lieber Stier, dass du hier bereits auf einem sehr, sehr guten Weg bist, ja, dass dieser Stillstand sich demnächst auflösen kann. Ein bisschen Arbeit ist dafür notwendig, aber die soll sich auf jeden Fall bezahlt machen. Wir kommen jetzt auf jeden Fall zum Abschlussritual und wenn du mit dieser Legung in Resonanz gegangen bist, dann freue ich mich wie immer sehr über dein Like oder einen Kommentar. Denk auch daran, meinen Kanal zu abonnieren, wenn du das noch nicht gemacht hast und aktiviere auch sehr gerne die Glocke, wenn du benachrichtigt werden möchtest, wenn ich neue Legungen veröffentliche. Ich meinerseits wünsche dir von Herzen nur das Allerbeste. Ich glaube an dich. Glaub an dich. Möge sich der Knoten lösen. Vielen Dank für dein Vertrauen. Hallo meine liebe Jungfrau, hier kommt deine Botschaft für den jetzigen Zeitpunkt, für heute, für dich. Liebes Universum, bitte einmal die Wahrheit für meine Jungfrau. Welche Informationen werden jetzt am meisten gebraucht? Gut, dann möchte ich hier noch eine Information und dann geht es auch schon los.
Okay, also es geht ja um eine Angelegenheit, ja, wo es um eine gewisse Gerechtigkeit geht. Ja, also das sehe ich hier schon in zwei Karten. Es kann auch um ein Gleichgewicht gehen, das hier wiederhergestellt werden soll. Ja, also, und was ich hier auch sehe, ist, ja, also es geht hier für viele um eine zwischenmenschliche Angelegenheit und irgendetwas soll hier wieder in den Fluss kommen. Ja, also es geht hier für manche auch darum, das Ruder wieder selbst in die Hand zu nehmen. Ja, irgendetwas ist hier los, wo du das Gefühl hast, vielleicht wird dir auch der Zugriff verwehrt oder erschwert, könnte ich mir auch vorstellen. Also es ist hier auf jeden Fall eine belastende Situation, die ich sehe. Es geht hier aber eben auch darum, dass sich hier diese Gerechtigkeit offenbar demnächst zeigen soll oder dieses Gleichgewicht. Ja, irgendetwas ist hier aus dem Gleichgewicht geraten und das kann hier eben auch mit den Handlungen einer bestimmten Person zusammenhängen. Ja, schauen wir gleich mal, was das Universum hier als Aufgabe für dich vorschlägt, meine Liebe Jungfrau. Zum einen sehe ich hier, dass du Zeichen gesendet bekommst, ja. Da habe ich aber auch das Gefühl, dass das hier sehr individuelle Zeichen sind, ja. Also da geht es um vermutlich Symbole oder Dinge, die für dich persönlich etwas Bestimmtes bedeuten, ja. Es kann natürlich auch sein, dass es hier um Synchronizitäten geht, wie wir sie auch im Deck haben, also Engelszahlen, Doppelt- und Dreifachzahlen, bestimmte Uhrzeiten. Wenn du da etwas häufiger wahrnimmst, dann lohnt es sich auch mal nachzulesen, ja, wie das gedeutet wird. Also nicht bei jeder Synchronizität, das würde ich nicht machen. Also wirklich nur, wenn sich eine bestimmte Uhrzeit, wenn dir das auffällt, wenn du das immer wieder siehst oder eben eine bestimmte Zahlenkombination wie 1111, 2222 etc. etc., dann lies mal nach. Ich sehe hier nämlich auch eine Entscheidung soll hier getroffen werden. Und für diese Entscheidung bekommst du hier offenbar auch Zeichen gesendet, ja, eine Unterstützung. Das kann natürlich auch dein Unterbewusstsein, dein Unbewusstsein sein, das hier in Kontakt mit dir tritt. Bei manchen sehe ich hier tatsächlich auch eine rechtliche Angelegenheit. Da, wie immer, mein Einwurf, meine liebe Jungfrau, eine Kartenlegung ersetzt natürlich zu keinem Zeitpunkt eine professionelle juristische Beratung. Ja, rechtliche Themen zeigen sich auch immer wieder in den Karten, dann spreche ich es auch an. Ich sehe es hier eben auch in zwei Karten, also bei manchen dürfte das hier tatsächlich eine rechtliche Angelegenheit sein. Bei den meisten aber sehe ich hier, es geht ja auch um eine klare Entscheidung. Das ist eine Entscheidung, die hier ja schon auch zu einer gewissen Veränderung führt, ja, wo sich hier einiges sehr abrupt verändern kann. Vielleicht ist das hier auch nicht so einfach, diese Entscheidung zu treffen. Gerade wenn du eben diese Entscheidung triffst, ja, da geht es dann natürlich auch darum, dass du hier selbst dafür sorgst, dass hier ein gewisses Gleichgewicht wieder stattfinden kann. Da schauen wir jetzt mal gleich weiter in die Blockaden, ja. Also was ist hier herausfordernd und was ist hier blockiert? Also ich sehe es schon, ja. Es geht für dich hier auch darum, an dem Punkt anzukommen, wo du auch merkst, eine Veränderung ist hier unumgänglich, ja. Also diese Veränderung, die ist hier notwendig, um an dieses Ziel hier zu gelangen, ja, dass die Dinge in den Fluss kommen, dass du hier eben auch vielleicht auch wieder oder dass du hier tatsächlich Kontrolle über eine bestimmte Angelegenheit bekommst oder dass du hier voll und ganz in einer bestimmten Tätigkeit ankommst, ja. Und das ist hier entscheidend, ja, hier zu erkennen, es gibt kein Zurück mehr. Also ich sehe hier noch ein Festhalten an irgendetwas, das hier nicht mitgehen kann, ja. Also diese Entscheidung, das ist schon eine Entscheidung, wo es darum geht, sich für etwas und zeitgleich gegen etwas anderes zu entscheiden. Ja, also natürlich nicht ganz einfach. Wichtig ist, also was dir hier auch helfen kann, das ist eben hier blockiert, die Erkenntnis, es gibt hier keinen Weg zurück. Ja, also
das Leben ist ein One-Way-Ticket sozusagen, wie es eben auch auf der Karte steht. Und das ist für viele hier auch der Punkt, der wichtig ist, wo es eben auch Klick machen kann, ja, was dir hier auch weiterhelfen kann. Schauen wir mal, was das Universum hier noch für eine Botschaft für dich hat. Ja, und ich sehe, dass das Universum hier auch sagt, es ist wichtig, sich Alternativen zu öffnen. Du hast dir hier einen bestimmten Weg vielleicht auch schon zurechtgelegt oder zurechtgedacht. Und es ist wichtig, hier ein bisschen flexibler zu bleiben. Ja, es muss nicht auf eine bestimmte Art und Weise genauso 100% funktionieren. Es ist hier wichtig, ein bisschen offener zu sein, ja, offener zu werden, dass es ja auch andere Herangehensweisen gibt, ja, denn das sehe ich hier auch als Schwierigkeit. Das könnte hier eben auch ein Festhalten sein an irgendetwas, das hier jetzt gar nicht mehr hingehört. Also es gibt hier noch irgendeine, und es gibt hier Alternativen, also es gibt ja, vielleicht geht es ja auch um die Reihenfolge, die man verändern kann, ja, das könnte ich mir auch vorstellen. Behalte hier einfach auch dein Ziel vor Augen und das sollte auch dazu führen, dass du erkennst, dass der Weg, also dass es nicht nur einen Weg dorthin gibt. So nehme ich das hier wahr. Ja, dann schauen wir noch in die Tendenz, meine liebe Jungfrau, was hier höchstwahrscheinlich als nächstes auf dich zukommen könnte. Und so wie ich das hier sehe, bist du bereits auf einem sehr, sehr guten Weg. Ja, das, was sich hier in den Blockaden zeigt, zeigt sich hier in der Tendenz bereits gelöst. Es gibt hier schon noch ein bisschen etwas zu tun. In der Tendenz sehe ich, dass du hier wirklich auf ein Ziel zugehst, dass diese Entscheidung gefällt ist. Ja, also das ist hier wichtig. Ich meine, eine Kartenlegung kann dir keine Entscheidung abnehmen. Die triffst du final selbst, meine liebe Jungfrau. Ich sehe hier in der Tendenz, ja, wenn die Entscheidung gefällt ist, ja, dann hast du auch eine gewisse Sicherheit, dann ist das kein Hin und Her mehr. Ja, dann hast du ein klares Ziel vor Augen. Und damit sollte sich auch diese Blockade lösen, ja, dieses Erkennen, es geht hier nur nach vorne, es geht hier nicht zurück, man kann hier nur vorwärts gehen. Und das sehe ich hier dann auch sehr, sehr kraftvoll in der Umsetzung. Wir kommen jetzt zum Abschlussritual und wenn du mit dieser Legung in Resonanz gegangen bist, dann freue ich mich wie immer sehr über dein Like oder einen Kommentar. Denk auch daran, meinen Kanal zu abonnieren, wenn du das noch nicht gemacht hast und aktiviere auch sehr gerne die Glocke, wenn du benachrichtigt werden möchtest, wenn ich neue Legungen veröffentliche. Ich meinerseits wünsche dir von Herzen nur das Allerbeste. Ich glaube an dich, glaub an dich. Möge sich der Knoten lösen. Vielen Dank für dein Vertrauen. Hallo mein lieber Wassermann, hier kommt deine Botschaft für den jetzigen Zeitpunkt, für heute, für dich. Liebes Universum, bitte einmal die Wahrheit für meinen Wassermann. Welche Informationen werden jetzt am meisten gebraucht? Okay, dann brauche ich hier noch eine Information. Da will noch was mit. Und hier möchte ich auch noch ein bisschen mehr Einblick haben. Okay, hier zeigt sich eine
aktuell eine erfreuliche Entwicklung in einer ja nicht so angenehmen Situation. Diese erfreuliche Entwicklung, die muss jetzt aber nichts direkt mit dieser schwierigen Situation zu tun haben. Ich sehe hier eine zwischenmenschliche Enttäuschung, mein lieber Wassermann. Jemand ist dir hier in den Rücken gefallen auf eine Art und Weise. Vielleicht ein Versprechen gebrochen, vielleicht geht es um eine Intrige, ja, üble Nachrede, ja, irgendetwas ist hier vorgefallen, das ist auch schon bekannt, ja, und zeitgleich sehe ich hier, dass sich etwas sehr Erfreuliches entwickelt bei dir und das ist jetzt eine sehr, sehr gute Energie, ja, da gehen wir jetzt gleich weiter in die Aufgaben, die das Universum dir hier vorschlägt in der aktuellen Situation. Es ist wichtig, sich diese unangenehme Sache jetzt noch einmal genau anzusehen. Denn offenbar gibt es hier etwas Wichtiges zu erkennen. Ja, bei manchen kann es ja auch tatsächlich um das Thema Untreue gehen. Das muss aber nicht sein. Ja, wie gesagt, also die Situation ist bekannt. Also der Verrat ist bekannt, was hier vorgefallen ist. Was ich hier sehe, ist auch, dass du hier irgendwo noch an dieser Sache festhältst. Dieser Verrat ist auch geschehen, ja, oder dieser Vorfall, der sich hier zeigt, um hier auch zu erkennen, diese Angelegenheit ist hier nicht wirklich für dich bestimmt, ja, also da wirst du eigentlich vor weiteren Entwicklungen bewahrt. Trotzdem hältst du hier irgendwo noch daran fest, ja, da wird vermutlich eine Verstrickung stattgefunden haben. Es sagt sich natürlich auch immer leichter, etwas loszulassen, wenn man selbst nicht in der Situation ist, das ist mir schon klar, mein lieber Wassermann. Wichtig ist, dass du hier für dich erkennst, ja, was ist hier geschehen? Siehst du in dieser Angelegenheit eine Zukunft? Ja, Achtung, wir schauen ja immer auf das gesamte Umfeld, das habe ich vorhin noch nicht gesagt. Wir schauen auf Familie, Freunde, Partnerschaft, Bekanntenkreis, berufliches Umfeld etc. Ja, also in diesen, also überall hier kann sich dieser Vorfall ereignet haben. Das Universum sagt hier nämlich auch, parallel dazu entwickelt sich hier etwas Neues. Ja, das wird hier diese erfreuliche Entwicklung sein, die hier mehr Raum braucht, ja, und du hast es hier in der Hand, ja, schlägst du hier einen neuen Weg ein, wagst du etwas Neues oder bleibst du bei dem Altbekannten, das aber offenbar immer wieder in einer Enttäuschung hier, ja, wo sich hier immer wieder eine Enttäuschung zeigt, denn ich sehe das hier nicht so, dass das hier etwas Neues ist, ja, was diese Person hier betrifft. Schauen wir mal weiter in die Blockaden. Was ist hier herausfordernd? Was ist blockiert? Beziehungsweise was blockiert dein Vorankommen? Da sehe ich die Kommunikation, ja. Die Kommunikation ist hier blockiert. Vielleicht können wir hier auch noch ein bisschen mehr in Erfahrung bringen. Okay, also ich sehe hier dieses Festhalten. Diese Kommunikation ist nicht wirklich aufrichtig, ja, mit dieser Person. Es kann natürlich auch sein, dass hier vielleicht schon ein Kontaktabbruch stattgefunden hat. Das glaube ich aber nicht. Es geht hier darum, ja, also es tun sich hier zwei Wege auf, habe ich das Gefühl. Also das sehe ich hier, das sehe ich hier und jetzt auch hier. Ich sehe es ehrlich gesagt auch hier auf der nächsten Position. Du hast hier die Qual der Wahl, mein lieber Wahl. Wassermann. Ja, es geht hier, denke ich, auch um die Macht der Gewohnheit, ja, hier irgendwo auch an einen Punkt zu kommen, wo man merkt, es ist wichtig, aus dem Gewohnten auszubrechen, ja, denn es zeigt sich hier auch der richtige Weg, der hier mit blockiert ist, also es ist hier eine Veränderung notwendig, so wie ich das sehe. Ob du das dann umsetzt oder nicht, ist natürlich wie immer deine Entscheidung. Das nimmt dir eine Kartenlegung zu keinem Zeitpunkt ab. Ja, aber das, was sich zeigt, sind zwei Wege. Das Gewohnte wiederholen, ja, also offenbar eine Art Teufelskreis, den wir hier haben, oder hier etwas Neues wagen.
Denn wenn wir jetzt hier weiterschauen, sagt das Universum, hier ist ein gewisses Abhängigkeitsverhältnis entstanden, ja, vielleicht eine emotionale oder eine finanzielle Abhängigkeit. Es kann hier auch einfach um die Macht der Gewohnheit gehen, wie ich vorhin schon gesagt habe. Es kann hier auch um verschiedene Ablenkungen gehen und das hält dich hier am Boden, ja. Vielleicht, also bei manchen sehe ich hier schon, dass man immer wieder beschwichtigt wird und das Ganze wieder von vorne beginnt und dann wieder an diesem Punkt landet. Das betrifft jetzt aber nicht alle, das betrifft eine bestimmte Gruppe. Und wichtig ist, dem hier auf den Grund zu gehen. Was hält dich in dieser Situation fest? Ja? Denn an sich bist du hier nicht wirklich zufrieden, was das hier betrifft. Ja? Also hier sollte sich grundlegend etwas ändern. Was ich hier auch sehe, ist, wenn hier diese Verstrickungen erkannt sind oder diese Abhängigkeiten, Ablenkungen, dann hast du hier auch eine gewisse Sicherheit und kannst hier vorwärts preschen, ja, denn offenbar geht es hier für manche auch um ein gewisses Ziel. Vielleicht geht es auch generell darum, dass sich die Dinge aktuell ein bisschen langsamer entwickeln, als einem das lieb ist. Es ist hier einfach, also das ist hier gekoppelt an diese Verstrickungen mit dieser Person, die hier irgendeinen Verrat begangen hat, ja, und das ist hier sehr, sehr wichtig, dass für sich selbst zumindest nicht so stehen zu lassen, für sich selbst hier offenbar eine Entscheidung zu treffen. Wir schauen jetzt noch in die Tendenz, also was hier höchstwahrscheinlich als nächstes auf dich zukommen könnte. Und hier liegt die Erfolgskarte bzw. eine der Erfolgskarten, wo es auch darum geht, ja, dass Erfolg in Wellen kommt. Das kann jetzt sein, dass du dich ja aktuell in einer dieser Talsohlen befindest, was eben auch bedeutet, hier kommt ein Wendepunkt auf dich zu, beziehungsweise du hast es in der Hand mit deiner Entscheidung, ja, ob sich hier dieser Wendepunkt zeigt, ja, das eigene Leben liegt auch immer in den eigenen Händen. Und das Universum sagt auch, bei dir ist hier ein Aufwärtstrend. Wenn ich mich richtig erinnere, hat sich das jetzt in den letzten Wochen auch ein paar Mal beim Wassermann gezeigt, ja. Also es ist zumindest in meiner Erinnerung so, dass hier ein Aufwärtstrend ist mit gewissen Herausforderungen, die gehören einfach auch dazu. Wichtig ist hier weiterzugehen, ja. Also es wird hier wieder leichter werden, hängt aber eben auch von deiner Entscheidung ab, ja. Hier, ob es hier um etwas Neues geht oder ob man hier noch eine Ehrenrunde drehen möchte. Wir kommen jetzt auf jeden Fall zum Abschlussritual und wenn du mit dieser Legung in Resonanz gegangen bist, dann freue ich mich wie immer sehr über dein Like oder einen Kommentar. Denk auch daran, meinen Kanal zu abonnieren, wenn du das noch nicht gemacht hast und aktiviere auch sehr gerne die Glocke, wenn du benachrichtigt werden möchtest, wenn ich neue Legungen veröffentliche. Ich meinerseits wünsche dir von Herzen nur das Allerbeste. Ich glaube an dich, glaub an dich, möge sich der Knoten lösen. Vielen Dank für dein Vertrauen. Hallo mein lieber Zwilling, hier kommt deine Botschaft für den jetzigen Zeitpunkt, für heute, für dich. Liebes Universum, bitte einmal die Wahrheit für meinen Zwilling. Welche Informationen werden jetzt am meisten gebraucht? Okay, dann hier bitte noch eine Information und dann geht's auch schon los. Da kommen zwei mit. Ich sehe, dass bei dir hier gerade irgendetwas herausfordernd ist, ja. Es geht darum, weiterzugehen, ja. Du bist hier mitten auf einem Weg, ja, vermutlich hin zu einem Ziel. Ich sehe hier auch eine weitere Person, die sich dir gegenüber hier
tendenziell eher negativ äußert, ja, was hier vielleicht auch dafür sorgt, dass sich hier gewisse Zweifel zeigen. Das Universum zeigt mir hier aber auch, dass es einen Ausweg aus dieser Situation gibt, also dass du den auch finden sollst und auch finden kannst in den nächsten wenigen Tagen, vielleicht auch in den nächsten wenigen Stunden. Also es soll hier eine Erleichterung stattfinden. Da wollen wir natürlich gleich erfahren, was das Universum hier als Aufgabe für dich vorschlägt. Ja, es geht hier um eine Unwahrheit, die du erkennen sollst. Das kann jetzt natürlich sein, dass dir hier jemand nicht die Wahrheit gesagt hat, oder es geht hier vielleicht auch um eine Selbstlüge. Ich würde sagen, das schauen wir jetzt gleich mal ein bisschen tiefer hinein. Okay, also das Universum sagt, es ist hier wichtig zu beobachten und nicht vorschnell zu handeln. Ja, also offenbar zeigt sich diese Unwahrheit durch Beobachten. Wichtig ist, dass du dich hier auch nicht zu irgendeiner Entscheidung drängen lässt, ja, denn es kann hier sehr gut sein, also wir haben hier das Thema Kurzschlussreaktionen oder aus dem Bauch heraus irgendetwas entscheiden. Das Universum rät aktuell davon ab. Das heißt jetzt nicht, dass du Entscheidungen nicht schnell treffen sollst, sondern es geht mehr darum, ein bisschen darüber zu reflektieren, sich ein bisschen Zeit zu geben, beziehungsweise wenn sie darum geht, hier auf eine Nachricht zu reagieren, wenn man hier vielleicht sehr impulsiv etwas antworten möchte, dass es hier ratsam ist, eine Nacht darüber zu schlafen. Es kann hier sein, bei manchen sehe ich ja ganz eindeutig, wenn man sich hier Bedenkzeit einräumt, ja, beziehungsweise sagt, man gibt sich hier ein bisschen Zeit, kann es ja auch dazu kommen, dass sich diese Unwahrheit zeigt, beziehungsweise kann es auch, also wenn es hier um das Thema Selbstlüge geht, ja, dann kann es hier auch darum gehen, dass es hier auch wichtig ist, ein bisschen abzuwarten, weil man dann ja durch ein bisschen Bedenkzeit auch merkt, was man tatsächlich möchte oder was tatsächlich richtig für einen selbst ist oder was für einen selbst tatsächlich die Wahrheit ist. Da schauen wir gleich mal weiter in die Blockaden. Was ist hier herausfordernd? Was ist blockiert? Beziehungsweise was blockiert hier dein Vorankommen? Ja, und ich sehe hier eine Befreiung, die hier blockiert ist, eine gewisse Leichtigkeit. Ja, ich meine, das ist jetzt natürlich klar. Ich habe es ja auch schon gesehen. Es ist hier gerade ein bisschen herausfordernd. Ich sehe hier eben auch die Zweifel, die sich jetzt zeigen. Also was wir hier auch Positives mitnehmen können aus dieser Position ist, dass hier eine Erleichterung ansteht oder dass hier eine Leichtigkeit ansteht. Für manche geht es ja eben auch um eine Klarheit, dass man dann weiß, ah, in diese Richtung gehe ich jetzt weiter. Und das hängt hier eben auch mit dieser Aufgabe zusammen, ja, hier bei irgendeiner Angelegenheit ein bisschen zuzuwarten. Schauen wir gleich mal weiter, was das Universum hier noch für eine Botschaft für dich hat. Und ich sehe, es geht hier für viele um eine Art Aufbau. Irgendetwas wird hier aufgebaut. Irgendetwas ist hier im Wachstum. Das ist jetzt sicher diese Sache, die sich hier zu Beginn der Legung gezeigt hat, wo es eben auch darum geht, weiterzugehen, weiterzumachen, auch wenn es gerade ein bisschen schwierig ist. Du bist hier eben mittendrinnen, ja, also das kann man hier auch sehen. Da kann es durchaus vorkommen, dass man natürlich immer wieder an einen Punkt kommt, wo man sich denkt, ja, jetzt mag ich nicht mehr, jetzt habe ich keine Lust mehr. Und da ist es entscheidend, weiterzumachen, ja, jetzt nicht aufzugeben. Denn das, was hier im Aufbau ist, mein lieber Zwilling, das kann sehr lange halten, ja. Und jetzt ist hier gerade ein kritischer Punkt erreicht, der will überschritten werden, ja. Das Universum sagt, mach weiter, ja, mach hier weiter. Wir schauen jetzt noch in die Tendenz, also was hier höchstwahrscheinlich als nächstes auf dich zukommen könnte.
Das ist jetzt auch sehr spannend. Ich sehe, dass du hier irgendetwas erfahren wirst, das dich schon länger beschäftigt hat. Ja, vielleicht auch irgendein Mysterium, das sich hier aufklärt, das hier vielleicht unterschwellig mitblockiert hat und dass du dadurch auch ins Tun kommst. Ja, also diese Schwierigkeiten, die sich hier zeigen, die sehe ich hier aufgelöst. Ich sehe hier ein Loslassen von diesen Schwierigkeiten, die fühlen sich irgendwie an wie so eine Art dunkler Nebel oder ein schwarzer Nebel, der sich hier plötzlich lichtet, ja, und indem du eben auch ins Tun kommst, beziehungsweise eben auch durch diese Information, die sich hier zeigt. Und hier sehe ich hier auch eine ganz klare Sicherheit und ich weiß, wohin es geht, ich weiß, wohin ich will. Also diese Blockade ist hier definitiv auch mit aufgelöst. Wir kommen jetzt zum Abschlussritual und wenn du mit dieser Legung in Resonanz gegangen bist, dann freue ich mich wie immer sehr über dein Like oder einen Kommentar. Denk auch daran, meinen Kanal zu abonnieren, wenn du das noch nicht gemacht hast und aktiviere auch sehr gerne die Glocke, wenn du benachrichtigt werden möchtest, wenn ich neue Legungen veröffentliche. Ich meinerseits wünsche dir von Herzen nur das Allerbeste. Ich glaube an dich, glaub an dich, möge sich der Knoten lösen. Vielen Dank für dein Vertrauen. Hallo meine liebe Waage, hier kommt deine Botschaft für den jetzigen Zeitpunkt, für heute. Für dich, liebes Universum, bitte einmal die Wahrheit für meine Waage. Welche Informationen werden jetzt am meisten gebraucht? Keine Sorge bei der 666, das ist eine Engelszahl in unserem Engelszahlenzyklus. Davor kommt die 555 und danach kommt die 777, also logischerweise dazwischen die 666. Dazu kommen wir aber gleich. Ich ziehe hier noch die letzten Karten beziehungsweise die letzte Karte. Ich sehe, dass hier irgendetwas sehr stark auf die Stimmung drückt, meine liebe Waage. Lass dich davon aber bitte nicht beirren, denn du bist sehr stark. Ja, kann auch sein, dass dich hier vielleicht gerade jemand klein redet oder versucht, dich klein zu reden. Also ich sehe hier sehr, sehr klar, dass du sehr vieles schaffen kannst und dass du auch sehr viel aushältst. Bei manchen kann es ja vielleicht auch um ein gesundheitliches Thema gehen, da wie immer mein Einwurf, ja, eine Kartenlegung kann natürlich zu keinem Zeitpunkt einen Arztbesuch ersetzen. Ja, also ich sehe es mehr so, dass das hier eher auf die Stimmung drückt. Das kann sich über einen längeren Zeitraum natürlich auch auf die Gesundheit auswirken, ja. Da wollen wir jetzt gleich mal weitergehen, was das Universum hier als Aufgabe für dich vorschlägt in der aktuellen Situation. Und da haben wir eine Art falscher Freund liegen. Das kann hier natürlich auch ein Angebot sein, das dir gemacht worden ist, das im ersten Moment ganz gut klingt, sich aber tendenziell vielleicht auch schon ein bisschen eigenartig anfühlt, beziehungsweise wenn man hier ein bisschen in die Tiefe geht oder nachfragt, wird sich hier auch entpuppen, wo hier der Haken begraben ist. Ja, also irgendwo ist, also diese Sache hat hier irgendeinen Haken. Das hat hier mit einer weiteren Person zu tun. Und hier haben wir eben auch die 666. Engelszahlen ganz allgemein in meinen Legungen stehen ja auch immer dafür, dass du am absolut richtigen Weg bist, stehen eben auch für schicksalhafte Zyklen. Und die 666 beschreibt einen Streckenabschnitt, wo es wichtig ist, sich Gedanken darüber zu machen, was man nicht mehr möchte. Was soll sich verändern? Und das betrifft hier eben auch diese Angelegenheit mit dieser Person. Also
irgendjemand meint es hier nicht wirklich ehrlich mit dir. Es kann natürlich auch sein, dass diese Person hier irgendetwas übersehen hat, ja, also dass du hier einen Nachteil erfahren könntest. Ich habe hier aber schon das Gefühl, dass diese Person hier hauptsächlich die eigenen Bedürfnisse im Kopf hat und nicht wirklich darüber nachdenkt, ob das für dich vielleicht dann auch irgendwelche negativen Konsequenzen haben könnte, ja. Ich sehe hier aber auch, dass du hier offenbar mehr Einblick hast in die ganze Sache und dass dir hier auch schon das ein oder andere missfällt. Zeitgleich zur 666-Energie zeigt sich an sich auch ganz gerne die 777-Energie. Ja, da geht es dann eben auch darum, sich darauf zu fokussieren, was man möchte. Ja, je klarer man erkennt, was man nicht möchte, desto klarer sieht man natürlich auch, was man möchte. Also diese Vorarbeit hier, die ist sehr, sehr wichtig. Ja, also da geht es schon um eine sehr, sehr kraftvolle Transformation. Da würde ich jetzt sagen, schauen wir direkt weiter in die Blockaden. Was ist hier herausfordernd? Was ist hier blockiert in diesem Fall? Und da geht es um die Klarheit. Ja, das wird jetzt hier diese Angelegenheit betreffen. Diese Sache, die hier einen Haken hat. Ja, also irgendetwas stimmt hier nicht. Ja, das kann auch sein, dass man dir hier sehr viel verspricht oder dass man hier vielleicht sagt, für dich ist hier kein großer Aufwand notwendig und das stimmt dann vielleicht im Endeffekt gar nicht. Wenn man zugesagt hat, dann sieht man, was da alles noch unter der Oberfläche lauert, ja. Also ich wäre hier vorsichtig, meine liebe Waage. Ich meine, es besteht jetzt hier kein Grund zur Sorge, das kann man hier alles abklären. Ich sehe hier einfach, es fehlen Informationen und das führt ja auch dazu, dass hier einiges auf die Stimmung drückt. Und da kannst du natürlich auch selbst dafür sorgen, dass du an diese Informationen kommst, ja. Und wenn man hier näher nachfragt, ja, oder wenn man hier in die Tiefe geht und diese Fragen bleiben unbeantwortet, dann ist das auf eine gewisse Art und Weise natürlich auch eine Antwort, ja, wenn dir hier jemand bestimmte Informationen nicht geben möchte, die dir aber zustehen. Schauen wir jetzt noch weiter, was das Universum hier noch für eine Botschaft für dich hat. Und ich sehe hier auch noch einmal, ich sehe hier auch noch einmal die Warnung vom Universum, dass du hier einen Nachteil erfahren könntest. Ja, so das Universum sagt, schau dir das genau an. Das kann auch sein, dass man vielleicht verspricht man dir auch irgendeine Art Gewinn, ja, vielleicht ist das hier auch ein Versprechen, das man gar nicht halten kann, ja, das könnte es auch sein. Ich sehe hier, es ist wichtig, sich das wirklich genau anzusehen. Vielleicht ist das auch irgendeine Art Vertrag, meine liebe Waage, wo hier vielleicht eine Klausel versteckt ist, die dir unbedingt auffallen soll, ja, so unbedingt das Kleingedruckte lesen. Das Universum sagt auch, geh hier in dich, ja, nimm dir hier Zeit alleine. Vor allem eben auch, also nicht um hier zu grübeln, sondern auch um einmal komplett abzuschalten, sich hier komplett im übertragenen Sinne komplett leer zu machen, mal wirklich in die innere Mitte zurückzufinden, denn das wird dir hier weiterhelfen. Ja, vielleicht ist hier auch sehr viel los aktuell, könnte ich mir auch sehr gut vorstellen. Wichtig ist hier, in die Stille, in die Ruhe zu gehen. Und da sehe ich eben auch, es geht hier für viele um eine Entscheidung. Du hast hier mindestens zwei Optionen und es geht eben auch darum, eine Entscheidung zu treffen. Da muss ich auch wie immer hinzufügen, eine Kartenlegung kann dir natürlich zu keinem Zeitpunkt eine Entscheidung abnehmen. Die triffst du final immer selbst. Ich sehe hier auch diese Entscheidung, die wird dir auch leichter fallen, wenn du hier mehr in die Stille gehst. Und wichtig ist eben auch hier herauszufinden, was ist hier im Unklaren. Und also ich sehe das schon so, dass man hier eben direkt nachfragen oder nachlesen kann. Und das ist hier auch sehr entscheidend, welchen Weg du dann eben dementsprechend einschlagen wirst.
Wir schauen jetzt noch in die Tendenz, also was hier höchstwahrscheinlich als nächstes auf dich zukommen könnte. Und hier sehe ich einen Anfang, ja, ein beginnendes Wachstum. Also habe ich hier schon das Gefühl, dass sich hier noch etwas anderes zeigt oder dass man diese Sache vielleicht auch transformieren kann. Ja, wenn das jetzt hier eine Person ist, mit der du es hier zu tun hast, die hier vielleicht selbst irgendetwas übersehen hat. Ich sehe hier einen Anfang mit Wachstumspotenzial. Ich muss aber hinzufügen, ich habe das Gefühl, dass das bei den meisten etwas anderes ist als das, was sich hier zeigt. Ja? Denn die Stärke hast du. Das ist dir auf jeden Fall bestimmt. Ich kann mir auch vorstellen, dass sich hier vielleicht bestimmte Optionen zeigen, wenn du hier, ja, wenn du dir hier Zeit für dich selbst nimmst, einfach mal abzuschalten, dir vielleicht ein paar Stunden Ruhe zu gönnen, einfach versuchen, möglichst keinem Gedanken nachzugehen, es einfach fließen zu lassen. Das wird dir hier dabei helfen, in die Klarheit zu kommen. Denn hier sehe ich, wie gesagt, einen sehr vielversprechenden Anfang auf dich zukommen und der ist nicht wirklich weit entfernt, meine liebe Waage. Wir kommen jetzt zum Abschlussritual und wenn du mit dieser Legung in Resonanz gegangen bist, dann freue ich mich wie immer sehr über dein Like oder einen Kommentar. Denk auch daran, meinen Kanal zu abonnieren, wenn du das noch nicht gemacht hast und aktiviere auch sehr gerne die Glocke, wenn du benachrichtigt werden möchtest, wenn ich neue Legungen veröffentliche. Ich meinerseits wünsche dir von Herzen nur das Allerbeste. Ich glaube an dich, glaub an dich. Möge sich der Knoten lösen. Vielen Dank für dein Vertrauen. Hallo, mein lieber Fisch. Hier kommt deine Botschaft für den jetzigen Zeitpunkt, für heute, für dich. Liebes Universum, bitte einmal die Wahrheit für meinen Fisch. Welche Informationen werden jetzt am meisten gebraucht? Also das ist eine sehr interessante Botschaft. Da möchte ich nur vorab gleich darauf hinweisen, wenn du dich in dieser Botschaft nicht wiederfindest, dann kannst du natürlich auch zu jedem Zeitpunkt in den Legungen zu deinem Aszendenten oder Mond reinsehen, da diese erfahrungsgemäß auch sehr passend sein können. Du kannst natürlich auch jede andere Legung ansehen, zu der es dich hinzieht. Da bin ich nicht so streng, ja. Aber wir kommen jetzt mal zu dieser Legung. Es geht hier um ein Erwachen, eine Art Weckruf vom Universum, mein lieber Fisch. Hier soll etwas in eine Heilung kommen, ja, das betrifft dich. Also hier geht es jetzt nicht um die Gesundheit. Du weißt, gesundheitliche Themen, da sollte man natürlich immer einen Mediziner, eine Medizinerin befragen. Ja, solche Themen können sich natürlich auch in den Legungen zeigen, aber einen Arztbesuch ersetzen sie natürlich nicht. Also es geht hier darum, in dir soll hier etwas in den Fluss geraten, ja, irgendetwas soll hier sozusagen gesund werden und da möchte dich das Universum auf etwas aufmerksam machen und sendet dir hier offenbar auch Zeichen, ja. Das kann natürlich sein in Form von Synchronizitäten, wie wir es hier auch im Deck haben, also Engelszahlen, Doppelt- und Dreifachzahlenkombinationen oder vielleicht auch bestimmte Uhrzeiten. Es können aber auch Symbole oder Dinge sein, die für dich persönlich eine bestimmte Bedeutung haben. Das Universum versucht hier in Kontakt mit dir zu treten. Das kann natürlich auch das eigene Unterbewusstsein bzw. Unbewusstsein sein, das einen auf etwas aufmerksam machen möchte. Da gehen wir jetzt gleich mal weiter in die Aufgaben, ja.
Das Universum sagt hier, dass du dir hier sehr, sehr viele negative Gedanken machst, mein lieber Fisch. Und das ist hier wichtig, hier anzusetzen und hier zu erkennen, was ist die eigene Interpretation und was ist tatsächlich vorgefallen. Denn ich sehe deine Gedanken, die drehen sich hier im Kreis. Und es ist wichtig, hier wieder auszubrechen. Und hilfreich kann es oft sein, wenn man eben ins Hier und Jetzt zurückkehrt und sich die Fakten ansieht, ja, mehr Fokus auf Zahlen, Daten, Fakten. Was weißt du tatsächlich und was ist Interpretation? Beziehungsweise kann es auch sein, dass du dir hier vielleicht alle möglichen Szenarien ausmalst auf negative Art und Weise, die vermutlich niemals eintreffen werden, ja. Und auch das ist hier sehr wichtig. Deine Gedanken spielen eine entscheidende Rolle. Da schauen wir jetzt gleich mal weiter in die Blockaden. Und das ist jetzt eben das Spannende an dieser Legung, mein lieber Fisch. Das, was hier blockierend wirkt, ist, dass du hier etwas beobachtet hast, ja. Du hast hier irgendetwas bei einer bestimmten Person oder vielleicht bei zwei Personen gesehen. Und das hat hier für eine bestimmte Unruhe gesorgt, ja. Oder sorgt hier vielleicht auch für diese Grübelei. Ich versuche mal hier noch ein bisschen mehr herauszufinden. Okay, also ich bekomme jetzt hier noch einmal herein, ja, also irgendeine Form von Kontakt hat hier stattgefunden oder du hast einen Kontakt beobachtet, ja, also das ist jetzt wirklich sehr, sehr spannend, mein lieber Fisch, also so etwas hat sich bisher noch nie in einer Legung gezeigt auf diesem Kanal, ja, also irgendetwas hast du beobachtet, also Kopfkino sehe ich hier auch bei einigen. Die Frage ist, ob man hier vielleicht direkt nachfragen könnte, ja. Denn irgendeine Information fehlt hier, weil ich sehe hier einfach, ja, das lässt hier offenbar Raum offen für viele Fantasien. Und das ist jetzt natürlich die Frage, hier vielleicht nachzufragen oder dass man für sich eben eine Entscheidung trifft, ja. Also ich kann es jetzt nicht genau sagen, was hier vorgefallen ist. Ich sehe hier einfach, du hast eine Beobachtung gemacht, die dazu führt, dass sich das hier gerade sehr schwer auf deine Gefühle auswirkt. Ja, da schauen wir jetzt mal direkt weiter, was das Universum hier noch für eine Botschaft für dich hat. Ich sehe, es geht hier um Bedürfnisse. Das Universum sagt, es ist wichtig, dass du auf deine Bedürfnisse Acht gibst, ja, die wieder mehr in den Vordergrund rückst. Also irgendetwas in diese Richtung dürfte hier vorgefallen sein. Erholung ist hier auch angesagt, sagt das Universum. Das gehört hier dazu. Ich nehme auch an, dass das hier mit den negativen Gedanken zusammenhängt, ja, dass es hier eben auch wichtig ist, dass hier wieder Schritt für Schritt abzudrehen. Das wird vielleicht nicht von einer auf die andere Minute funktionieren, ist aber wirklich sehr, sehr wichtig, dass du hier wieder zurück in deine Energie findest. Und hier geht es eben auch um die eigenen Bedürfnisse. Und bei manchen sehe ich hier eben schon auch das Bedürfnis nachzufragen. Ja, also das betrifft hier auch eine bestimmte Gruppe. Ja, die Frage ist, ja, in welchem Verhältnis stehst du zu dieser Person oder diesen Personen? Manchmal kann ein klärendes Gespräch oder ja, etwas, das einem auf der Seele liegt, wenn man einfach nachfragt, einfach sehr hilfreich sein, eben diese Sache wieder aufzulösen, weil man sich, wenn man hier vielleicht irgendetwas beobachtet hat, ja, wo man natürlich auch negative Gedanken haben kann, wo aber die Frage ist, was ist denn hier wirklich geschehen, ja? Bei manchen geht es aber auch generell darum, da hat man vielleicht auch tatsächlich etwas beobachtet, wo es klar ist, okay, das ist jetzt nichts Gutes, wo man sich dann auch die Frage stellen sollte, wo sind hier meine Bedürfnisse, ja? Und wieder sich mehr darauf zu fokussieren, das soll dir hier dabei helfen, diese Herausforderung
Beziehung auch wieder aufzulösen. Und ganz, ganz spannend in der Tendenz, mein lieber Fisch, liegt hier ein neuer Kontakt, ja, der hier auf dich zukommt. Wichtig ist hier aber eben auch Platz zu schaffen. Diese negativen Gedanken, die nehmen hier enorm viel Raum ein und verhindern hier sozusagen eben auch das Neue. Ja, das hat jetzt aber keine Eile, mein lieber Fisch. Ich sehe hier dieser Kontakt, der ist ja auch bestimmt, dass das kann durchaus die Liebe betreffen, das kann durchaus eine neue Freundschaft betreffen, vielleicht auch ein beruflicher Kontakt. Dieser Kontakt ist wichtig, auch wenn das vielleicht nur eine ganz kurze Begegnung ist von 5 Minuten, die aber etwas auslöst, ja, die hier Wellen schlägt. Und das ist hier auch sehr wichtig. Also da möchte dich das Universum hinführen, dass dieser Kontakt hier stattfinden kann. Eine wirklich spannende Legung. Wir kommen jetzt zum Abschlussritual und wenn du mit dieser Legung in Resonanz gegangen bist, dann freue ich mich wie immer sehr über dein Like oder einen Kommentar. Denk auch daran, meinen Kanal zu abonnieren, wenn du das noch nicht gemacht hast und aktiviere auch sehr gerne die Glocke, wenn du benachrichtigt werden möchtest, wenn ich neue Legungen veröffentliche. Ich meinerseits wünsche dir von Herzen nur das Allerbeste. Ich glaube an dich, glaub an dich, möge sich der Knoten lösen. Vielen Dank für dein Vertrauen. Hallo mein lieber Krebs, hier kommt deine Botschaft für den jetzigen Zeitpunkt, für heute, für dich. Liebes Universum, bitte einmal die Wahrheit für meinen Krebs. Welche Informationen werden jetzt am meisten gebraucht? Okay. Und da wollen wir auch gleich noch was dazu erfahren. Ich sehe eine zwischenmenschliche Verbindung. Die möchte ich mir gerade auch noch näher ansehen. Achtung, wir schauen immer auf das gesamte Umfeld. Familie, Freunde, Partnerschaft, Bekanntenkreis, berufliches Umfeld etc. Es geht hier um eine Person, die dir nahe steht. Und irgendetwas ist hier nicht ganz, irgendwo ist man hier nicht ganz ehrlich zueinander oder nicht ganz aufrichtig zueinander. Da geht es aber mehr darum, dass man den anderen nicht wirklich verletzen möchte. Ja, also ich sehe hier keine böse Absicht, mein lieber Krebs. Also sehe ich hier nicht in dieser Legung. Es ist aber irgendetwas unehrlich und das spürt man hier auch. Und da schauen wir jetzt gleich mal weiter, was das Universum hier als Aufgabe für dich vorschlägt. Ja, also hier zeigt sich ein Teufelskreis in dieser Verbindung. Das heißt, man ist hier schon öfter an so einem Punkt gelandet. Vielleicht hat man hier auch etwas, ja, dem anderen zuliebe gemacht. Oder die andere Person weiß gar nicht wirklich, dass man hier irgendetwas ja nicht so gut findet oder dass man hier gerne etwas verändern möchte. Ja, das kann hier durchaus auch der Fall sein. Gefühlsmäßig hat sich diese Situation schon ein paar Mal ereignet und jetzt ist aber der Punkt gekommen, mein lieber Krebs, wo man aus diesem Teufelskreis ausbrechen kann, gemeinsam, ja, also ich sehe diese Verbindung hier nicht in Gefahr, keine Sorge, ja, es geht hier nur darum, irgendwo in ein Gleichgewicht zurückzufinden. Und ganz besonders wichtig, mein lieber Krebs, ist, dass es hier auch um eine Rückbesinnung geht, wer man selbst ist. Ja, was ist für dich wichtig? Was sind deine Ziele in deinem Leben? Ja, wo möchtest du hin? Was ist für dich im Alltag wichtig? Ja, all diese Dinge. Es geht hier um irgendein ganz individuelles Thema für dich. Vielleicht eben auch für dein Gegenüber. Ja, denn es kann natürlich sein, vielleicht ist
ist es ja eben auch tatsächlich eine Partnerschaft, dass hier irgendwie, ja, dass hier irgendeine Art Verschwimmung stattgefunden hat und es auch einmal wieder wichtig ist, sich selbst als eigenständige Person zu erkennen. Das kann hier offen oder das soll hier offenbar wahre Wunder wirken, so wie ich das hier sehe. Dass man hier vielleicht eben auch, ja, sich hier auch mit den eigenen Bedürfnissen beschäftigt. Das Thema Bedürfnisse, das hat sich nämlich auch gerade in der Fischelegung gezeigt, ja. Also das passt hier auch sehr gut hin. Wichtig ist zu erkennen, wer bin ich selbst in dieser Verbindung, ja, und wer bin ich für mich, ja. Also sich als eigenständige Person sehen. Das ist hier ganz besonders wichtig, um zu erkennen, was wiederholt sich hier. Und auch, was ist mein Anteil daran, dass sich das Ganze wiederholt? Denn hier sind natürlich mehrere Leute beteiligt, beziehungsweise mindestens zwei Personen sind hier beteiligt. Und verändern kann man natürlich immer nur den eigenen Anteil, ja? Und den gilt es hier zu erkennen. Das kann natürlich auch dazu führen, dass sich hier ganz automatisch bei der anderen Person vielleicht auch etwas tut, ja, auch eine Erkenntnis zeigt und man eben hier dann diesen Teufelskreis durchbrechen kann. Da schauen wir jetzt gleich mal weiter in die Blockaden. Hier ist etwas blockiert, das soll sich aber demnächst in Wohlgefallen auflösen, so wie ich das hier sehe. Es gibt hier einen Ausweg, ja, also die Sache, um die es hier geht, das dürfte hier etwas sein, wo es nicht so einfach ist, darüber zu sprechen. Ja, vielleicht kostet das auch ein bisschen Überwindung. Vielleicht ist das auch eine Art Tabuthema. Könnte ich mir auch vorstellen. Das Universum sagt, also es gibt hier definitiv einen Ausweg. Es gibt hier eine Lösung dafür. Die ist ein bisschen versteckt oder eben so offensichtlich, ja, dass es einem schwerfällt, das Ganze anzunehmen, ja, also das Thema den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehen, ja, könnte hier auch zutreffen. Und da schauen wir jetzt gleich mal weiter, was das Universum hier noch für eine Botschaft für dich hat. Und ich sehe, es geht hier um das Thema Kränkungen und auch, dass hier manche Dinge auf andere abgewälzt werden, ja. Es hat hier irgendeine Verschiebung offenbar in dieser Verbindung stattgefunden. Und es geht darum, das Ganze wieder, ja, in geregelte Bahnen zu bringen. Ich kann mir hier vorstellen, dass es hier auch wichtig ist, über bestimmte Kränkungen, die stattgefunden haben, vielleicht auch zu sprechen. Es kann auch sein, dass man hier etwas für sich behalten hat, weil man hier keinen Streit provozieren wollte, ja, könnte durchaus auch der Fall sein. Ich sehe hier auf deiner Seite auf jeden Fall eine bestimmte Kränkung und bei vielen geht es ja auch darum, dass diese Kränkung schon vor einer längeren Zeit stattgefunden hat, ja, also dass das sicher, also mindestens ein paar Monate, wenn nicht sogar Jahre her ist. Und es ist wichtig, hier über irgendetwas zu sprechen, denn das wird hier dazu führen, dass sich hier etwas auflösen kann. Man kann sich ja auf dieses Gespräch auch vorbereiten, mein lieber Krebs, ja, denn ich sehe ja schon, bei einigen geht es auch darum, man möchte nicht mit der Tür ins Haus fallen oder man stellt sich die Frage, ist jetzt nicht schon so viel Zeit verstrichen, um über diese Angelegenheit zu sprechen, ja, also ich denke, du wirst hier einen Weg für dich finden, ja, Krebse sind ja auch sehr gefühlvolle Menschen, auch sehr einfühlsam. Und da bin ich mir sehr, sehr sicher, wenn du hier darüber sprechen möchtest, dann wirst du hier auch die richtigen Worte finden. Denn wie gesagt, ich sehe hier, es hat sich hier ein Ungleichgewicht entwickelt, eben durch diese Situation und eben auch durch diesen Teufelskreis, der dieser Verbindung natürlich nicht gut tut oder der diese Verbindung auch irgendwo ein bisschen belastet. Und da kann man jetzt etwas machen. Und wenn wir jetzt hier in die Tendenz schauen, ja, dann kann ich dir hier auch sagen, das Universum wird hier kräftig mitmischen. Es wird sich hier irgendetwas ereignen, ja, irgendetwas Unvorhergesehenes, laut Tendenz, also was höchstwahrscheinlich als nächstes passieren könnte.
Etwas Unvorhergesehenes, das hier dazu führt, dass sich hier einiges erleichtert, ja, etwas, mit dem du nicht rechnest. Vielleicht läufst du hier auch offene Türen ein, ja. Also ich sehe hier etwas Wunderbares auf dich zukommen, mein lieber Krebs. Es ist natürlich ein bisschen Arbeit notwendig, aber es lohnt sich auf jeden Fall, dass dieser Teufelskreis hier durchbrochen wird, ja. Und vor allem eben Rückbesinnung auf sich selbst. Wer bin ich? Das ist eine ganz wichtige Frage in dieser Legung, mein lieber Krebs. Wir kommen jetzt zum Abschlussritual und wenn du mit dieser Legung in Resonanz gegangen bist, dann freue ich mich wie immer sehr über dein Like oder einen Kommentar. Denk auch daran, meinen Kanal zu abonnieren, wenn du das noch nicht gemacht hast und aktiviere auch sehr gerne die Glocke, wenn du benachrichtigt werden möchtest, wenn ich neue Legungen veröffentliche. Ich meinerseits wünsche dir von Herzen nur das Allerbeste. Ich glaube an dich, glaub an dich, möge sich der Knoten lösen. Vielen Dank für dein Vertrauen. Hallo mein lieber Skorpion, hier kommt deine Botschaft für den jetzigen Zeitpunkt, für heute, für dich. Liebes Universum, bitte einmal die Wahrheit für meinen Skorpion. Welche Informationen werden jetzt am meisten gebraucht? Das Universum sagt, es ist jetzt wichtig, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, mein lieber Skorpion, ja. Kann sein, dass hier vielleicht auch zu viele Baustellen offen sind oder dir zu viel im Kopf herumschwirrt. Wichtig ist hier, sich Gedanken über die eigenen Prioritäten zu machen. Da geht es auch um eine gewisse Vorbereitung, so wie ich das hier sehe. Da schauen wir jetzt gleich mal weiter. Da möchte ich jetzt direkt noch eine Information haben. Wir wollen jetzt natürlich erfahren, welche Aufgabe schlägt das Universum hier für dich vor. Okay, ja, also es geht hier darum, etwas abzuschließen, etwas fertigzustellen, etwas zu meistern. Deshalb offenbar auch ja die Konzentration auf das Wesentliche. Dieser Abschluss ist hier auch wichtig. Denn hier zeigt sich ein neuer Weg oder ein Anfang, der sich hier aus diesem Abschluss auch ergibt. Ja, das kann jetzt eben ein bestimmter Weg sein, wo man einen bestimmten Streckenabschnitt sozusagen abschließt. Ja, wie beispielsweise, wenn man hier vielleicht eine gewisse Prüfung ablegt und dann kann man aus dem, was man gelernt hat für diese Prüfung, eben etwas machen. Ja, also ganz vereinfacht gesagt. Und es ist wichtig, dass das hier zuerst abgeschlossen wird, denn dann ist hier offenbar die Bahn frei. Ja, also da kommst du dann auch an einen bestimmten Punkt, wo es richtig losgeht, sagt das Universum. Da schauen wir jetzt gleich mal in die Blockaden. Ja, was ist hier blockiert? Was ist herausfordernd? Oder was blockiert hier dein Vorankommen? Und da sehe ich, es soll hier irgendwo noch Klick machen. Ja, irgendeine Art Verbindung zwischen zwei Themengebieten soll hier noch hergestellt werden. So nehme ich das hier wahr. Und wir bekommen hier auch gleich noch einen Lösungsimpuls hinzu, mein lieber Skorpion. Das Universum sagt, es ist hier wichtig, sich mit einer Person auszutauschen, die schon in einer ähnlichen Situation war, vielleicht eben auch ein Expertenrat, das aber schon abgeschlossen hat, ja, also das schon hinter sich gebracht hat. Und hier kannst du dir wichtige Informationen einholen, ja, das heißt natürlich nicht, dass man das eins zu eins übernehmen sollte, sondern es geht darum, dass sich natürlich dadurch auch der eigene Horizont erweitert, dass man vielleicht auch potenzielle Fehlerquellen abdrehen kann, ja, also hier auch schneller ans Ziel gelangen kann.
Und dieser Austausch, der ist hier sehr wichtig. Das kann auch durchaus eine Person aus deinem Umfeld sein. Achtung, nicht von der Karte täuschen lassen. Diese Person muss nicht älter als du sein. Es geht um die Erfahrungswerte, die hier entscheidend sind. Und das sind hier Erfahrungswerte, die du noch nicht gesammelt hast, ja? Wo du hier von den Erfahrungen einer anderen Person offenbar profitieren kannst. Und es geht hier eben auch darum, diese Verbindung hier noch herzustellen. Also irgendwo soll es hier noch Klick machen. Schauen wir mal weiter, was das Universum hier noch für eine Botschaft für dich hat. Hier liegt auch schon das Neue, ja, eine neue Erfahrung. Kann natürlich auch eine neue Begegnung sein, die das Universum hier ankündigt. Hier geht es allgemein mehr um diesen Charakter, etwas ganz Neues machen, ja, Neues kennenlernen. Etwas, das für dich jetzt noch fremdartig ist, ja. Wichtig ist, sich dem auch zu öffnen, neuen Erfahrungen zu öffnen, ja. Und hier auch zu erkennen, gerade wenn das hier Erfahrungswerte sind, dass man hier noch nicht alles perfekt können muss oder noch nicht perfekt verstehen muss, dass das hier vielleicht auch ein neues Lernen ist, ja. Wichtig ist es hier auch zu beobachten, so wie ich das hier sehe, sich hier gut hinzuhören, zuzuhören, vielleicht wenn das hier eine neue Person ist, um die es hier geht. Also irgendetwas Neues steht hier an. Ich meine, das sehe ich auch hier schon in den Aufgaben. Das kann auch sein, dass das bereits bekannt ist, also dass du hier vielleicht schon weißt, was hier auf dich zukommt, ja. Kann auch sein, dass hier vielleicht schon ein bestimmter Termin feststeht mit einer bestimmten Person, ja, die du eben noch nicht kennst, ja, also wenn es hier vielleicht um einen Expertenrat geht, ja, nur um hier noch ein Beispiel zu nennen. Ja, dann schauen wir noch in die Tendenz, also was hier höchstwahrscheinlich als nächstes auf dich zukommen könnte. Und hier sehe ich, dass du eine ganz wichtige Beobachtung machen wirst, ja. Da geht es eben um dieses Klick, ja, dass ich, also diese Verbindung, die hier hergestellt werden soll. Ja, da sehe ich, du wirst hier etwas erkennen. Das ist ein bisschen versteckt, vermutlich nicht auf den ersten Blick sichtbar. Und diese Person, die wir hier gesehen haben in den Blockaden, ja, die spielt hier offenbar eine entscheidende Rolle. Das wird hier irgendetwas in dir auslösen, dass du hier dann eben eine bestimmte Erkenntnis hast, ja, eben eine bestimmte, vielleicht auch eine Lösung siehst. Da kann es auch um diesen Abschluss hier gehen, denn das ist hier wirklich wichtig, dass das hier fertiggestellt wird, dass hier die Bahn frei ist für das Neue. Wir kommen jetzt zum Abschlussritual und wenn du mit dieser Legung in Resonanz gegangen bist, dann freue ich mich wie immer sehr über dein Like oder einen Kommentar. Denk auch daran, meinen Kanal zu abonnieren, wenn du das noch nicht gemacht hast und aktiviere auch sehr gerne die Glocke, wenn du benachrichtigt werden möchtest, wenn ich neue Legungen veröffentliche. Ich meinerseits wünsche dir von Herzen nur das Allerbeste. Ich glaube an dich, glaub an dich, möge sich der Knoten lösen. Vielen Dank für dein Vertrauen. Hallo mein lieber Widder, hier kommt deine Botschaft für den jetzigen Zeitpunkt, für heute, für dich. Liebes Universum, bitte einmal die Wahrheit für meinen Widder. Welche Informationen werden jetzt am meisten gebraucht? Sehr, sehr spannend. Also das Universum sagt, es ist jetzt ganz besonders wichtig, dass du dich wieder auf deine eigenen Ziele ausrichtest. Ja, was ist für dich wichtig? Ja, das ist jetzt entscheidend, denn irgendetwas ist hier aktuell in den Hintergrund gerückt oder vielleicht auch schon über einen längeren Zeitraum, mein lieber Widder. Für viele geht es ja auch um die Bestimmung, um die
Berufung, ja, etwas, das hier auch mit dem eigenen Lebenssinn zusammenhängt. Und das soll jetzt wieder mehr Raum bekommen. Da schauen wir jetzt gleich mal direkt weiter, was das Universum hier als Aufgabe für dich vorschlägt. Und ganz besonders wichtig ist es hier zu erkennen, wo fühlst du dich hinten angestellt? Ja, bei manchen geht es ja auch um das Thema, sich ausgeschlossen fühlen, sich vielleicht auch unterdrückt fühlen. Ja, irgendein Ungleichgewicht im zwischenmenschlichen Bereich sehe ich hier. Achtung, mein lieber Witter, das heißt natürlich nicht, dass das hier mit üblen Menschen zu tun hast. Ja, das muss jetzt nicht der Fall sein. Es geht ja mehr um dieses Ungleichgewicht und eben vielleicht auch darüber zu sprechen. Also irgendetwas sehe ich hier definitiv im zwischenmenschlichen Bereich. Schauen wir mal ein bisschen tiefer hinein. Vielleicht erfahren wir noch etwas für dich. Okay. Und das Thema, also das ist hier definitiv eine kollektive Energie. Also das Thema Grübeln zeigt sich in so vielen Legungen, mein lieber Witter. Das betrifft uns offenbar alle aktuell. Ja, also ich sehe hier, dass du hier auch, dass du dir auch viele Szenarien ausmalst auf negative Art und Weise, die vermutlich niemals eintreffen werden. Und das hängt hier auch mit dieser zwischenmenschlichen Angelegenheit zusammen. Achtung, wir schauen ja immer auf das gesamte Umfeld, Familie, Freunde, Partnerschaft, Bekanntenkreis, berufliches Umfeld etc. Ja, also vermute ich, dass das hier wahrscheinlich der engere Kreis ist. Vielleicht machst du dir Sorgen, dass du jemanden enttäuscht, ja, oder dass du jemanden hängen lässt. Kann natürlich auch sein. Wenn es hier um etwas Berufliches geht, dann ist es natürlich klar. Vielleicht ist dir die Sorge, was ist, wenn ich meine Stelle verliere, ja, oder wenn sich hier irgendwelche Zwistigkeiten zeigen. Wichtig ist aber, mein lieber Witter, ins Hier und Jetzt zurückzukehren, aufhören, sich hier alles Mögliche auszumalen. Wo fühlst du dich unterdrückt, ja, oder wo fühlst du dich hinten angestellt, ja? Das ist ganz besonders wichtig. Es geht auch darum, dass das Ganze hier wieder auf Augenhöhe kommt. Also das ist hier ganz entscheidend, ja. Ob du hier dann etwas unternimmst oder nicht, ist natürlich wie immer deine Entscheidung. Das nimmt dir eine Kartenlegung zu keinem Zeitpunkt ab. Zahlen, Daten, Fakten sind hier wichtig, ja. Was ist hier tatsächlich geschehen oder was geschieht hier tatsächlich und was ist die eigene Interpretation? Und wenn man die eigene Interpretation dann mal weglässt, ja, dann wird das Ganze schon wesentlich überschaubarer. Schauen wir mal weiter. Wir schauen jetzt mal in die Blockaden. Was ist hier herausfordernd? Was ist blockiert? Beziehungsweise was blockiert hier dein Vorankommen? Und da sehe ich, dass es hier auch darum geht, etwas loszulassen, sich von etwas zu verabschieden, ja, eine Situation hinter sich zu lassen. Ich glaube, dass es bei den wenigsten darum geht, dass diese Verbindung, die sich hier zeigt, ja, dass es hier darum geht, diese Verbindung loszulassen. Das kann natürlich auch der Fall sein. Das ist natürlich wichtig, darüber nachzudenken. Es kann hier natürlich auch um Verlassenheitsängste gehen, die sich hier in den Blockaden zeigen. Das ist absolut auch möglich. Wichtig ist, ja, wir haben hier auch eine Veränderung liegen in den Blockaden, die du natürlich auch selbst herbeiführst, ja, durch eine Aktion. Also ich nehme an, eben auch darüber zu sprechen, sich hier auszutauschen. Da schauen wir gleich mal weiter, was das Universum hier noch für eine Botschaft für dich hat. Und das Universum sagt, es ist wichtig zu handeln, ja, denn hier zeigt sich auch ein Erschöpfungszustand, den sehen wir eigentlich auch hier in dieser Karte und eigentlich auch hier in dieser Karte. Also irgendetwas ist hier einfach zu viel, vielleicht lastet hier auch sehr viel auf deinen Schultern und es ist wichtig, hier jetzt Maßnahmen zu setzen, ja, denn
Ein Erschöpfungszustand, den sollte man nicht zu lange daran festhalten. Da ist es wichtig, etwas zu unternehmen. Ja, und das hängt hier mit dieser Sache zusammen. Das ist ganz entscheidend, mein lieber Witter. Und wenn wir jetzt hier in die Tendenz schauen, ja, also da liegt eine sehr, sehr gute Karte, mein lieber Witter. Da hoffe ich dann wirklich, dass das deine Legung ist. Also hier sehe ich, dass eine Art Fluch zerbricht. Ja, das muss jetzt nicht wirklich ein Fluch sein, den jemand ausgesprochen hat. Da geht es mehr um eine Fremdenergie, ja, also eben diese belastende Energie im Umfeld, die sich hier zeigt, eben in einer bestimmten Verbindung oder vielleicht in ein paar Verbindungen. Da sehe ich, dass sich hier plötzlich etwas verändern kann. Und da vermute ich, wird es bei den meisten darum gehen, dass es wahrscheinlich wichtig ist, einfach darüber zu sprechen, sich hier auszutauschen. Und vielleicht geht es bei manchen eben auch darum, dass man hier einfach Nein sagt. Wenn es hier um Menschen geht, die dich aufrichtig gern haben, dann haben die natürlich kein Interesse daran, dass du hier irgendeinen Nachteil erfährst, mein lieber Witter. Menschen, die dich aufrichtig mögen, die wollen natürlich auch wissen, wenn sie irgendetwas machen, das dir nicht gut tut, ja, damit sie dann eben damit aufhören können. Also du hast hier so gesehen nicht wirklich etwas zu verlieren. Also ich sehe hier eine plötzliche Verbesserung in der Tendenz, ja, die du aber natürlich auch selbst durch dein Handeln, durch dein Agieren herbeiführst. Und das kann hier plötzlich umschlagen. Und das wünsche ich dir wirklich sehr, dass sich das hier plötzlich verbessert und die Bahn dann frei ist, ja, für deinen Weg. Wir kommen jetzt zum Abschlussritual und wenn du mit dieser Legung in Resonanz gegangen bist, dann freue ich mich wie immer sehr über dein Like oder einen Kommentar. Denk auch daran, meinen Kanal zu abonnieren, wenn du das noch nicht gemacht hast und aktiviere auch sehr gerne die Glocke, wenn du benachrichtigt werden möchtest, wenn ich neue Legungen veröffentliche. Ich meinerseits wünsche dir von Herzen nur das Allerbeste. Ich glaube an dich. Glaub an dich. Möge sich der Knoten lösen. Vielen Dank für dein Vertrauen. Hallo, mein lieber Löwe. Hier kommt deine Botschaft für den jetzigen Zeitpunkt, für heute, für dich. Liebes Universum, bitte einmal die Wahrheit für meinen Löwen. Welche Informationen werden jetzt am meisten gebraucht? Okay, keine Sorge vor der 666, das ist eine Engelszahl, davor kommt die 555 und danach kommt die 777, also logischerweise die 666 in der Mitte, ist kein negatives Omen. Jetzt möchte ich nur hier noch etwas erfahren und dann starten wir schon, da kommen gleich zwei mit. Ich sehe, es geht hier um ja irgendeine Art Kränkung, mein lieber Löwe. Ja, irgendetwas ist hier vorgefallen. Hier zeigt sich auch ein Rückzug und auch die Energie, dass sich hier irgendetwas dem Ende zuneigt. Ich sehe hier aber auch ein gewisses Festhalten an etwas, das einem nicht mehr wirklich gut tut. Zeitgleich auch das Abschirmen, also irgendeine Art Stillstand zeigt sich aktuell bei dir, mein lieber Löwe, ja. Solltest du dich in dieser Legung nicht wiederfinden, weil das schon sehr speziell ist, was ich hier sehe, wie immer mein Hinweis auf die Legungen zum Aszendenten oder zum Mond, da diese Legungen erfahrungsgemäß auch sehr passend sein können. Du kannst natürlich auch jede andere Legung ansehen, zu der du dich hingezogen fühlst, ja. Das sehe ich jetzt nicht so streng. Hauptsache, du bekommst deine Botschaft. Wir kommen jetzt aber wieder zurück zu dieser Legung hier.
Also ich sehe, irgendetwas neigt sich hier dem Ende zu. Das ist auch ein natürliches Ende, ja. Irgendein Zyklus, der hier offenbar abgeschlossen werden soll. Aber aus irgendeinem Grund hältst du hier an irgendetwas noch fest. Da schauen wir jetzt gleich mal weiter in die Aufgaben, ja. Also es geht hier darum, diese Sache in etwas Gutes zu transformieren. Das möchte ich mir jetzt aber ein bisschen näher ansehen. Okay. Sehr, sehr spannend. Das hat sich auch schon bei einigen gezeigt in letzter Zeit. Das Universum sagt auch hier, konzentriere dich auf das Wesentliche. Ja, hier ist zu viel los. Ja, also zu viele Baustellen vielleicht, zu viele Dinge. Hier geht es aber auch vornehmlich darum, hier zu erkennen, was ist für mich wichtig, ja, was sind meine Prioritäten. Und da kannst du offenbar schon etwas reduzieren. Und das ist hier offenbar auch wichtig in dieser Situation, hier auf einen bestimmten Punkt zu kommen. Ja, es ist hier nicht alles, es ist hier nicht alles negativ, also auf gar keinen Fall. Es geht hier um irgendeine Situation, die sich hier zeigt, ja, und eben auch dieser Rückzug und dieser Stillstand, der soll hier aufgelöst werden. Da schauen wir jetzt gleich mal in die Blockaden. Ja, was ist herausfordernd? Was ist blockiert? Beziehungsweise was blockiert dein Vorankommen? Und da haben wir jetzt eben die 666. Die 666 ist, wie ich vorhin schon gesagt habe, eine Engelszahl. Engelszahlen in meinen Legungen stehen ja auch immer dafür, dass du am absolut richtigen Weg bist, stehen für schicksalhafte Zyklen. Und die 666 beschreibt einen Streckenabschnitt, auf dem es auch sehr wichtig ist zu erkennen, was man nicht mehr möchte. Ja, und da hältst du an irgendetwas fest. Ja, und das ist diese Sache, die sich hier dem Ende zuneigt. Da habe ich das Gefühl, ja, also dass es hier vielleicht auch um die Macht der Gewohnheit gehen könnte. Ja, wichtig ist, ja, parallel zur 666 Energie zeigt sich auch sehr oft die 777 Energie. Also das habe ich jetzt auch schon sehr oft beobachtet, wo es dann eben auch darum geht. Also das sehe ich eben auch hier. Zu erkennen, was möchte ich eigentlich? Und oft ist es so, je klarer man erkennt, was man nicht mehr möchte, desto klarer wird dann eben auch, was man möchte. Und ich sehe hier eben auch eine Gerechtigkeit, die sich parallel dazu zeigt. Vielleicht geht es hier eben auch darum, vielleicht geht es ja auch darum, irgendeine Meinung kundzutun, ja, einen Standpunkt kundzutun. Da ist natürlich auch, da geht's natürlich, da kann man sich natürlich auch darauf vorbereiten, ja, dass man das Ganze möglichst ruhig klärt. Ich sehe aber für diese Gerechtigkeit, die sich hier zeigt in den Blockaden, die hier noch blockiert ist oder ein Gleichgewicht, das hier noch blockiert ist, ist es jetzt einfach sehr entscheidend, mein lieber Löwe, dass du dir Gedanken darüber machst, was soll sich verändern, ja? Diese Veränderung, die ist wirklich wichtig. Was siehst du in deiner Zukunft nicht mehr, ja? Oder was soll in deiner Zukunft verschwunden sein? Es ist dann natürlich auch wichtig, ins Tun zu kommen und hier dann auch bestimmte Maßnahmen zu setzen. Aber das ist jetzt schon mal der erste Schritt. Und da kommen wir gleich zur nächsten Position. Da sehe ich eben auch, also hier ist irgendetwas, an irgendetwas wird hier festgehalten, das tut dir einfach nicht gut. Das ist hier definitiv in Zusammenhang zu bringen mit diesen Themen hier, die sich in den Blockaden bereits zeigen, ja, zu erkennen, was man nicht mehr möchte, ja, aber irgendwo trotzdem daran festhält, ja, vielleicht eben Verstrickungen oder gewisse Abhängigkeiten. Ich meine, Abhängigkeiten haben ja auch sehr viele Gesichter, zeigt sich auch immer wieder in den Legungen. Das kann eine emotionale Abhängigkeit sein, das kann eine finanzielle Abhängigkeit sein. Es kann natürlich auch Substanzen betreffen. Das bin ich auch schon mal gefragt worden in den Kommentaren.
Das kann eben auch die Macht der Gewohnheit sein, ja. Wichtig ist, sich damit auseinanderzusetzen, mein lieber Löwe, denn da sehe ich einen großen Durchbruch auf dich zukommen. Und da kommen wir jetzt eben auch gleich zur Tendenz, also was hier höchstwahrscheinlich als nächstes auf dich zukommen könnte. Da sehe ich, dass die Dinge rund laufen, ja. Es ist wichtig, sich von einer bestimmten Last zu befreien, mein lieber Löwe. Und das zeigt sich eben auch hier schon zu Beginn der Legung, das sehe ich hier in drei Positionen. Also vermute ich, dass du wahrscheinlich ganz genau weißt, um welches Thema es hier geht. Ja, irgendetwas ist hier für dich oder irgendetwas bremst dich hier sehr, sehr stark ab. Und es kann natürlich eben auch sein, dass man das selbst macht, eben wie gesagt, die Macht der Gewohnheit. Das gilt es zu erkennen. Wenn das hier beseitigt ist, dann steht dir hier nicht wirklich etwas im Weg. Da sehe ich wirklich, dass es rund läuft, ja, dass die Dinge zu laufen beginnen. Bei manchen geht es ja auch um etwas Finanzielles, wie ich hier sehe, in der Tendenz. Ja, denn diese Karte hat eben auch mit den Finanzen zu tun. Es kann aber auch einfach generell sein, ja, also dass hier das, was für dich wichtig ist, rund läuft. Eine wirklich spannende Legung, mein lieber Löwe. Wir kommen jetzt zum Abschlussritual und wenn du mit dieser Legung in Resonanz gegangen bist, dann freue ich mich wie immer sehr über dein Like oder einen Kommentar. Denk auch daran, meinen Kanal zu abonnieren, wenn du das noch nicht gemacht hast und aktiviere auch sehr gerne die Glocke, wenn du benachrichtigt werden möchtest, wenn ich neue Legungen veröffentliche. Ich meinerseits wünsche dir von Herzen nur das Allerbeste. Ich glaube an dich, glaub an dich. Möge sich der Knoten lösen. Vielen Dank für dein Vertrauen. Hallo, mein lieber Schütze. Hier kommt deine Botschaft für den jetzigen Zeitpunkt, für heute, für dich. Liebes Universum, bitte einmal die Wahrheit für meinen Schützen. Welche Informationen werden jetzt am meisten gebraucht? Will mit. Okay, ich sehe hier eine verfahrene Situation, mein lieber Schütze. Also irgendeine Art Sackgasse, ja, hier staut sich einiges auf oder hier ist einiges zusammengekommen. Und da sehe ich jetzt eben auch eine Person, die zeigt sich hier dann direkt nochmal, aber dazu kommen wir dann gleich. Eine Person, der kann man es nicht so wirklich recht machen oder eine Person, die hier mehr auf den eigenen Vorteil schaut und ja, nicht wirklich darauf achtet, dass andere eben auch einen Nachteil erfahren können. Ich sehe hier sehr, sehr viele Themen, ja, also es wirkt sehr verfahren, aber keine Sorge, mein lieber Schütze, oft trügt der Schein, ja, und so wie ich das hier sehe, ist das auch hier der Fall. Also hier ist einiges zusammengekommen und es geht in dieser Legung jetzt auch darum, was du hier machen kannst, damit sich das hier wieder auflöst. Da gehen wir jetzt gleich mal weiter, was das Universum hier als Aufgabe für dich vorschlägt. Und hier haben wir gleich das Thema, ja, auf die eigene Energie achten, die eigenen Batterien wieder aufzuladen. Was bedeutet, zum einen ist es wichtig, dass du hier im Alltag darauf achtest, gibst, dass du genügend Ruhephasen für dich einplanst, ja, genügend Schlaf bekommst. Das ist schon mal sehr, sehr wichtig. Und dann geht es auch darum, was diese Person hier betrifft, dass man hier Limits setzt. Ja, also das sehe ich hier auch. Das ist ein, ich habe hier das Gefühl, du bist hier irgendwie in eine Lage gekommen, wo es darum geht, zu geben, zu geben, zu geben, aber irgendwie kommt da nicht viel zurück, so wie ich das hier sehe. Und
dem will jetzt natürlich Einhalt geboten werden. Also kann natürlich auch sein, ja, dass es hier darum geht, denn ich kenne deine Situation ja nicht, dass es hier darum geht, etwas einzufordern, was vielleicht auch versprochen worden ist. Denn was ich hier sehe, ist, es kommt immer wieder noch was drauf und noch etwas und noch etwas und noch etwas und es ist nie genug. Ich muss hier jetzt auch hinzufügen, das ist ja auch eine sehr spezielle Legung, ja, wenn du dich in dieser Legung nicht wiederfinden solltest, ja, dann schau auch gerne mal bei den Legungen zu deinem Aszendenten oder deinem Mond rein, da diese Legungen erfahrungsgemäß sehr passend sein können. Du kannst natürlich auch jede andere Legung ansehen, zu der du dich hingezogen fühlst, ja, das sehe ich nicht so streng, Hauptsache du bekommst die Botschaft, die du jetzt gerade brauchst. Aber jetzt kommen wir wieder zurück zu dieser Legung. Gehen wir jetzt mal gleich weiter in die Blockaden. Ja, was ist hier blockiert oder was ist herausfordernd beziehungsweise was blockiert hier dein Vorankommen? Und da sehe ich ja eine Unklarheit liegen. Das denke ich, das hängt ja auch mit dieser Situation zusammen. Ja, da kommt einiges zusammen. Man kommt hier nie ans Ziel, habe ich auch das Gefühl, wenn ich mir das so ansehe. Also das ist so, als ja, wie in einem Hamsterrad. Also das passt hier wirklich sehr gut dazu. Also das wird jetzt nicht bei allen zutreffen, aber bei manchen eben schon. Und da, ja, da ist irgendetwas unklar, das ist dir vielleicht auch bewusst. Die Frage ist, ob das überhaupt aufgeklärt werden muss oder ob es vielleicht auch beabsichtigt sein könnte, dass es unklar bleibt, ja. Das ist jetzt nur eine Mutmaßung meinerseits, ja. Es ist natürlich, denke ich, schon auch wichtig, mit dieser Person hier direkt zu sprechen und hier auch dafür zu sorgen, dass hier eine Klarheit stattfindet. Ich werde jetzt trotzdem mal versuchen, ob wir da ein bisschen mehr herausfinden können. Okay, das Universum sagt, es gibt hier einen Weg aus dieser Situation, also es gibt einen Weg aus dieser Situation, der soll auch erkannt werden. Und ich glaube, der hat hier aber nicht wirklich etwas mit dieser Unklarheit zu tun. Da habe ich wirklich das Gefühl, dass das vielleicht sogar beabsichtigt sein könnte. Oder dass es hier einfach keine, dass es hier keine Klarheit geben soll. Das ist ja sehr, sehr, sehr spannend, was sich hier zeigt. Schauen wir jetzt mal weiter, was das Universum hier noch für eine Botschaft für dich hat. Ja, da haben wir jetzt wieder diese Person und da sehe ich einfach auch, hier wird einiges auf dich abgewälzt, beziehungsweise hältst du hier vielleicht auch für diese Person den Kopf hin oder hast hier viel mehr Verantwortung als notwendig. Ja, also irgendetwas in dieser Verbindung ist hier eigenartig. Ja, Achtung, wir schauen immer auf das gesamte Umfeld, falls ich es noch nicht gesagt habe. Familie, Freunde, Partnerschaft, Bekanntenkreis, berufliches Umfeld etc. Ja, also nur, dass du das dementsprechend einsortieren kannst. Also in dieser Verbindung ist wirklich ein sehr starkes Ungleichgewicht und auf das möchte dich das Universum aufmerksam machen. Bei manchen kann es hier vielleicht eben auch tatsächlich darum gehen, dass man sich von dieser Verbindung entfernt. Das könnte hier auch eine berufliche Situation betreffen, ja, wenn ich mir das so ansehe. Dass man hier immer mehr Aufgaben aufgebrummt bekommt und irgendwie nichts dabei rausschaut für dich, ja. Also kann natürlich auch eine familiäre Situation sein. Was ich einfach ganz klar sehe, ist, mein lieber Schütze, du erfährst hier einen Nachteil in dieser Verbindung. Die Frage ist, kann man hier miteinander sprechen? Ja, das hängt jetzt wieder von dieser Verbindung ab. Eine wichtige Maßnahme, die haben wir hier schon in den Aufgaben gesehen, das ist, dass du hier auf deine Energie Acht gibst, dass du auf deine Grenzen Acht gibst und vor allem eben auch, dass du dieser Person Grenzen setzt. Das kann natürlich auch ein enorm übergriffiger Mensch sein, ja, jemand, der Grenzen braucht, der das vielleicht auch gar nicht böse meint, ja, das kann durchaus auch der Fall sein. Ich weiß ja nicht, um welche Person es hier bei dir im Speziellen geht.
Das ist auch immer wichtig, sich das vor Augen zu halten, dass die Motive nicht immer irgendeinen bösen Ursprung haben müssen. Trotzdem ist es wichtig, dass hier natürlich etwas geschieht, denn das ist für dich natürlich auf Dauer sehr, sehr belastend, diese Situation. Da schauen wir jetzt gleich noch in die Tendenz, also was hier höchstwahrscheinlich als nächstes auf dich zukommen könnte. Und hier liegt schon die Veränderung, die sehe ich auch sehr ruhig. Ja, also ich sehe hier eine Erleichterung auf dich zukommen, das haben wir auch hier liegen. Es ist aber eben wichtig, ja, dass die Voraussetzung für diese Tendenz ist eben auch, dass man hier etwas unternimmt, ja, dass man hier vielleicht eben mit dieser Person spricht. Es kann natürlich auch eben sein, dass man sich von dieser Person distanziert. Ja, ich denke, ein Gespräch würde hier generell nicht schaden, ja, oder eine Aussprache. Es kann natürlich auch sein, dass diese Angelegenheit hier transformiert wird, ja, dass man hier für ein Gleichgewicht sorgt, dass sich das vielleicht hier über einen längeren Zeitraum so entwickelt hat. Die Veränderung, die liegt da, das kann auch ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Es geht hier darum, dass diese Veränderung beginnt, ja, also hier an einem Anfang ist und dass es auch wichtig ist, ja, erstens, dass du hier auf deine Grenzen Acht gibst und dass es für dich hier auch leichter werden soll. Also die Last hier, die soll verringert werden. Das ist hier definitiv eines der Ziele und das ist hier auch absolut möglich. Ja, also das haben wir hier auch in den Blockaden liegen. Also wir schauen uns hier immer Blockaden an, die eben auch aufgelöst werden können, die bereit dafür sind, aufgelöst zu werden. Da gibt es eine Lösung, da gibt es einen Weg. Ja, also das existiert auf jeden Fall. Und es ist, wir haben hier auch eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass sich das hier sehr, sehr bald zeigen wird, mein lieber Schütze. Ja, eine wirklich spannende Legung. Wir kommen jetzt zum Abschlussritual und wenn du mit dieser Legung in Resonanz gegangen bist, dann freue ich mich wie immer sehr über dein Like oder einen Kommentar. Denk auch daran, meinen Kanal zu abonnieren, wenn du das noch nicht gemacht hast und aktiviere auch sehr gerne die Glocke, wenn du benachrichtigt werden möchtest, wenn ich neue Legungen veröffentliche. Ich meinerseits wünsche dir von Herzen nur das Allerbeste. Ich glaube an dich, glaub an dich. Möge sich der Knoten lösen. Vielen Dank für dein Vertrauen.